Moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Ja, heute mal wieder ein kleines Spezialvideo. Ich und der Solution, was geht? Was geht, sagt er. Wir befinden uns auf dem Weg nach Köln und wir besuchen da Marcel, Barca, Revi und noch ein paar andere Konsorten. Inscope wollte auch noch kommen. Also wir haben auf jeden Fall einiges geplant. Wir sind jetzt hier schon, keine Ahnung, wo wir gerade sind. Wir haben schon ein paar hundert Kilometer hinter uns, haben jetzt noch 183 Kilometer, die wir fahren müssen. Und ja, mal gucken, was da geht. Auf jeden Fall wieder so ein kleines Spezialvideo, wo ich euch ein bisschen dran teilhaben lasse. Ich denke, ich werde es aber in zwei Teile schneiden, da ich keinen Bock habe, ein 40-Minuten-Video hochzuladen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in alter Frische, wenn wir bei Marcel am Start sind. So, angekommen, Marcel. Los, geh raus, Digga. Scheiße, den Fahrstuhl kennt ihr ja, ihr Lümmel. Wo ist der Pisser? Guck mal, da ist er. Der Homo. Alles klar, Digga, oder was? Wie geht's dir? Lächeln in die Cam. Digga, was ist los? Man muss auch alles filmen. Ja, wo ist denn deine Kamera, Digga? Ja, keine Ahnung, mein Zimmer, Mann. Voll demotiviert. Ja, Freunde, wir sind angekommen nach 6 Stunden Autofahrt und gefühlten 5 Staus oder 6 Staus. Wir haben übelst den Ausraster geschoben. Wink nochmal für die Pedos. Für die Pedos? Er will sich mal was zeigen. Er will mal was zeigen. Aber er will mir den Kühlschrank zeigen. Ja. Boah, Digga, ist das geiles Gefühl, Digga, wieder hier zu sein, Mann. Oh yeah, Digga. Alles natürlich gekauft. Für natürlich Monte auch am Start. Standard, Freunde, so gehört sich das. Ja, was wir heute Abend machen, weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht gehen wir noch essen, vielleicht bestellen wir eine Pizza, so wie wir Bock haben. Robert geht gleich die Schwänze lutschen, oder? Digga, ich fahr wieder nach Hause, haut rein. Nee, mal schauen, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Szene. So Leute, wir sind jetzt schon in der Kölner Innenstadt. Solution muss gleich kurz mal bei der Sparkasse schauen, ob seine 3 Euro YouTube-Money schon drauf sind. 3,50, Digga. 3,50, sorry, hatte ich jetzt vergessen. Läuft doch. Ja, läuft doch. Und irgendwo gehen wir noch was snacken. Wir gehen noch eine Runde in die Spielhalle, aber nicht so in die Spielhalle, sondern halt, wo man Billard oder so Motor-Cross-Simulator, Digga, da fahren kann. Keine Ahnung, wie man die Scheiße nennt. Ja, auf jeden Fall haben wir gute Laune. Das Wetter spielt bloß nicht wirklich so mit. Ich will die Pfütze gehen und du kannst den Easy-Weg gehen. Ja, Digga, aber ich bin, weiß nicht, keine Ahnung, du bist halt der Pfützenmensch. Ja, wir haben hier richtig scheiß Wetter, das kann ich euch sagen. Den ganzen Tag schon scheiß Regen, schon während der Autobahnfahrt, übelst nervig. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich in alter Frische. Basse, Digga, Marcel trainiert Beine. Boah, geiler Arsch, komm. Boah, Digga, was für ein zarter Arsch. Er trainiert Beine, Basse. So Freunde, wir sind jetzt hier in der Spielhalle am Start und spielen eine Runde Air-Hockey. Die Dinger kennt ihr vielleicht noch. Auf jeden Fall Kindheitsziel. Das habe ich früher immer, wenn ich auf Mallorca im Urlaub war, mit meinen Großeltern gespielt. Auf jeden Fall geil. Danny filmt jetzt mal ein bisschen und ich schneide die besten 10 zusammen. Wir haben auf jeden Fall eine Menge Spaß. Anton ist noch nicht am Start, der kommt erst später. Aber den werdet ihr auch noch im Laufe des Videos sehen. Ja! Yeah. Wichser, Digga. Nein! Oh, räum mal auf, räum mal auf. Letzter Ball, Digga. Scheiße, Mann. Oh mein Gott. Nein, los! Ja, Mann! Ja! Wir haben gewonnen! Basti, Digga, die trainieren schon wieder Beine und haben so eine Spargeschenke. Wir gehen jetzt was essen, gehen in der Sportsbar und lassen uns gut gehen, Freunde. Billard spielen könnten wir auch noch hier. Die Spielhalle ist auf jeden Fall richtig nice, macht mega Bock, aber Anton fehlt mir auf jeden Fall, ein bisschen no homo. Aber wir haben auf jeden Fall noch auch einiges vor. Was ist der nächste Plan, Marcel? Ja, wir werden auf jeden Fall noch was essen, ein bisschen Billard spielen. Morgen wollen wir noch mit Revi Bowlen gehen, Digga. Ja, morgen und in den nächsten Tagen werden auf jeden Fall auch noch voller Aktivität. So Freunde, wir sind jetzt schon wieder hier angekommen bei Marcel zu Hause. Anton ist immer noch nicht da, den holen wir aber gleich vom Flughafen ab. Danach fahren wir noch zum Krieger Poker in der Runde oder mal schauen, was wir machen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal zu Marcel, erholen uns ein bisschen von der Pizza und von dem Entspannen. Entspannen wir uns nochmal. So Freunde, ich würde sagen, du wolltest was machen? Ja, hier ist die Eingangstür und ich würde sagen, wir sehen uns am Flughafen. Bastet, trainieren schon wieder Beine. Hey, ihr müsstet so den sexy Motherfucker-Arsch haben, zeig mal her. Soll ich euch zeigen? Bei ihm ist zu viel und bei dir ist zu wenig.
So, Barca frisch abgeholt vom Flughafen. Wir haben ein bisschen länger gebraucht, wie ihr vielleicht schon bei Marcel im Video gesehen habt. Boah, verrutscht, Digga, fast auf die Fresse gelegt. Digga. Wir haben gefühlt so eine Dreiviertelstunde gebraucht, um Barca zu finden, obwohl er nur 30 Meter von uns entfernt stand. Aber mit der Pudelmütze war er so unauffällig, Digga. Ja, normal. Ja, wie gesagt, wir fahren jetzt noch zu Krieger. Morgen geht's shoppen und dann mal schauen. Wir haben noch vor, zu Rewe zu fahren. Shoppen! Oh yeah. Aber mal schauen. Wie gesagt, das Video wird zwei Teile haben, denke ich mal. Ich werde euch noch auf dem Laufenden halten. Jetzt gehen wir erstmal zum Auto. Marcells Fahrkünste sind echt unterirdisch. Ich glaube, der hängt zu viel mit seinem Weibstück rum. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns gleich in alter Frische. Willst du noch etwas sagen? Nee, Digga. Abgehoben. Oh, Gangster, Digga. So ein Gangster. So, Freunde. Wir sind bei Krieger angekommen. Wir müssen jetzt hier nochmal die Treppen steigen. Ah, da ist er doch. Oh yeah. Da ist er. Moinsen. Na, Kriegerchen. Wie geht's dir? Willst du Hallo sagen? Hallo? Boah. Alter, ich bin auch das erste Mal hier. Ich würde sagen, die Bude kennen wir, Freunde. Und ich würde sagen, wir hören uns später. Aha. Aha, Bastet, Digga. Er trainiert schon wieder Beine. Mit dem Döner in der Hand. Das macht ja Sinn. So, Freunde, wir haben es hier 3:30 und wir sind immer noch fleißig am Pokern. Solution, da ist er, Anton, Marcel und Krieger. Bis jetzt, wir machen Buy-in. Bis jetzt ist der Solution immer noch am Start mit seinem mickrigen Haufen. Er hat den Haufen seiner Penisgröße angepasst. Also, Anton hat sich schon einmal für 20er neu eingekauft, Marcel auch. Krieger ist gerade rausgeflogen, hat sich noch eingekauft. Bei mir läuft es noch einigermaßen. Aber man kann sich nicht beschweren. 3:30. Mal schauen, wie lange das noch geht. Freunde, wollt ihr noch irgendwas sagen? Wer ist der Favorit? Solution. Krieger? Ich würde sagen, Krieger ist der beste Pokerspieler. Alle trinken Red Bull, voll die Verräter. Was soll man machen? Ich trinke hier mein Eistee. Du Spaß, die Alter. Halt's Maul. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, wir müssen noch mal zum Schluss. Und da kommt die 7. Hat er die 9 und die 7 getroffen, ne? 9 und 7 hat er getroffen. Ich schwöre, er wird gefickt, Voll. Aufdecken. Das, die 20 sind hier. Straße aus. Ja, haut rein. Halt, warte. Voll aus. 7 oder 9, Digga. Voll aus kannst du kriegen. Dann haut rein. Ist auch keine Straße. Oh Jungs, das wäre Farb-T-Shirt. Lächeln in die Kamera, was er tut, als wenn dir das Pokern Spaß macht. Egal, Mann. Ich kann es wenigstens meine Dingen. Setz deine Uhr. Ich kann das Video drehen. Das Auto von deiner Freundin, Digga. Hat er mehr als ich, ne? Marcel, ich kann ihn nochmal 20. Ja, Marcel ist zum vierten Mal ausgeschieden. 80 Euro hat er uns beigesteuert. Dankeschön. Jungs, ich hab's euch gesagt, das Comeback kommt. Ja, die Chips sind gleich in meiner Tasche, Digga. So, Freunde, es ist jetzt kurz nach 6:30. Wir sind immer noch am Poker. Mittlerweile beträgt der Pot an für sich 500 Euro. Und Barca und Marcel spielen hier gerade. Krieger und Barca. Und es geht gerade um 200 Euro. Ja, ein bisschen mehr. Barca hat König 10. Krieger hat Ass Bube. Und ich würde sagen, deck mal die ersten Karten auf. Barca gewinnt. Oh, da kommt das Ass. Digga, das ist belastend. Da kommt das Ass. Schlechte Chancen, tot und raus ist er. Oh, Scheiße. Und da ist das Gucci, die Gucci-Jacke weg. Belassen. Ja, angekommen im Hotelzimmer. Das Hotelzimmer, beziehungsweise das Hotel kenne ich schon von der Gamescom-Zeit. Wir haben es jetzt 9:50. Ich hau mich jetzt eine Runde aufs Ohr. Das letzte Mal, dass ich eine Nacht durchgemacht habe, da war ich noch ein Jungspund von 14, 15 Jahren. Ich bin todesmüde. Später gehen wir noch shoppen mit Barca und mal schauen, was da noch geht. Ich hau mich jetzt ins Bett, Freunde. Ich bin todes-K.O. und ich würde sagen, ich lasse es jetzt ordentlich knacken. Und wir sehen uns, wenn ich wieder ausgeschlafen bin. So, Freunde, in alter Frische wieder aufgestanden. Ich bin noch ein bisschen matschig, muss ich gestehen. Wir sind jetzt schon wieder bei Anton und die kleinen Lümmel pennen, glaube ich, noch. Beziehungsweise sehen ziemlich matschig aus, werden wir gleich sehen. Wir wollen gleich noch shoppen gehen. Bis 16 Uhr haben wir gepennt. Oder habe ich gepennt. Und ja, mal schauen, was da geht. Wo sind die Lümmel? Er flüchtet. Digga, wer hat die Tür hier so? Bist du behindert oder was? Marcel ist geflüchtet, dann gehen wir da gleich mal hinterher. Wo ist er? Zeig deine Socken, Digga. Guck mal, wie er einfach flüchtet. Komm raus da, du Lümmel. Pen Solution noch, oder was? Hey?
Pennt Danny noch? Swag. Das geht ab. Nimm die Cabby auf, Digga. Pennt Danny noch? Lass zu Danny rein. Digga, so ein Gammler, den sieht man gar nicht. Was geht, Danny? Na Freunde, wir gehen später noch shoppen. In alter Frische, würde ich sagen. Mal gucken, was geht. Zu Anton würde ich jetzt auch gehen, aber der duscht gerade. Egal, Digga, no homo. Nee, no homo, Digga. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich. So, wir sind jetzt schon in der Altstadt und sind schon fertig mit shoppen. Hat sich ein bisschen in die Länge gezogen, wie in so einem Kaugummi, wo man dran mal zieht. Erstmal haben wir überhaupt keine Läden gefunden, wo wir uns was gegönnt haben. Und dann ganz zum Schluss, so um Viertel nach acht, wo die Läden eigentlich schon zumachen wollten. Was? Haben wir Dings noch einen Laden gefunden, wo wir ein bisschen geshoppt haben. Ich habe ein paar Shirts geholt, ich zeige euch die noch später. Mit dabei sind jetzt auch der Fischer, den kennt ihr vielleicht, und Faro. Aber der kommt nicht klar, der ist auf Shisha-Entzug. Und ja, später fahre ich noch auf jeden Fall zu Revi und ich denke, wir gehen auch noch Polen. Jetzt schnappen wir uns ein Taxi und cruisen nach Hause. Köln, muss ich ehrlich sagen, ist eine richtig geile Stadt, macht mir richtig Bock hier. Das Einzige, was nicht so cool war, Danny, erzähl mal von einem Krankenbrötchen beim Nordsee. Das war kein Krabbenbrötchen, Digga. Freunde, kennt ihr noch Krabbenbrötchen? Da kommt Remoulade und Krabben drauf. Remoulade und Mozzarella, was weiß ich. Mozzarella, dann hatte er noch so ein Blumenbeet da drin. Digga, ganz eklig. Also das war echt. Marcel hat einmal abgebissen. Marcel, wie fandst du das Krabbenbrötchen? War richtig scheiße. Hau da raus. Wir fahren jetzt wieder zurück zu Marcel und dann später zu Baby. So Freunde, wir befinden uns jetzt auf dem Weg zum YouTube-Haus bzw. besuchen jetzt Revi. Den habe ich ja Mitte August. Revi, den verrückten Homo. Digga, der ist so fertig mit der Welt. Das liebe ich an den Jungen. Ja, wir besuchen den auf jeden Fall jetzt. Waren gerade noch eine Runde snacken. Schön Pizza Western mit Barbecue-Soße. Boah, hat die lecker geschmeckt. Ja, mal gucken, was heute geht. Wie gesagt, eventuell wollten wir Bowling gehen. Das habe ich euch jetzt zum 10. Mal erzählt. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich bei Revi. Marcel ist am Start, Bas ist am Start. Beste Kombi hier im Benza. Im schwarzen Mercedes-Benz, wie Kollege 1 gerappt hat. Ja, ja. Marcel hat irgendwie ein bisschen Panik. Wo ist das Ding? Ich habe ihn in der Hand, Digga. Ach so. Marcel hat ein bisschen Panik und meinte, ob ich meinen Baseballschläger ausleihen darf. Aber ich habe gesagt, Digga, der ist nur für Sportart, also für meine Sportart. Das ist genau so ein Sport-Baseballschläger, direkt. Sport-Baseballschläger, ja. Sofort, Digga, erkennt man sofort. Busted-Video. Nee, Spaß beiseite. Ja, wir düsen da jetzt hin. Bitch, halt's Maul, wenn der Papa redet. Wenn der Kuchen redet, halten die Krümel die Fresse. Wenn die Krümel eine Fotze haben. So Leute, wir sind jetzt hier im YouTube-Haus bei dem Juten Revi. Sag mal hallo zu den Zuschauern. Hallo, den Zuschauern. Hallo, ich bin's Revi. Wir hatten nicht gesagt, dass die No-Names mit sind. Moment, hör doch mal auf. Ja, hier ist noch der Simon, Faser, Revis Zimmer. Und wir gehen jetzt bowlen. Und ja, haben eine Menge Spaß. Wir haben uns jetzt ein Taxi bestellt. haben wir beim Bowling nicht eine Menge Spaß? Also, wir haben jetzt eine Menge Spaß, hurra. Naja, auf jeden Fall muss ich, warte, muss mein Mund sein. Monte, willst du auch rein? Was? Willst du auch rein? Oh, hier wäre das harte Zeug ausgefallen. Ja, machen wir mal einen kurzen. Zum Korall, trinkst du echt? Ja, klar. Jawohl, wir sehen uns gleich beim Bowling. Ich weiß leider nicht genau, wie das funktioniert. Wow, 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 wow. Ja, Freunde, fertig mit Bowl. Ich bin Zweiter geworden. Revi ist, wie viel da bist du geworden? Sieger der Herzen. Ich bin leider Sieger der Herzen. Ja, Marcel ist Dritter. Ein bisschen besser, muss man sagen. Ja, ich hatte die Prezi draußen. Ja. Wer war Erster? Solution war Erster. Solution, Digga. High five. Erster. Anton war Zweiter. Der Prezi war nicht ganz. Nee, Vierter. High five, Digga. Ja, hat richtig Bock gemacht. Richtig korrekte Runde hier alle. Sieger der Herzen, würde ich sagen, war doch Simon.
Der, den Trainer nicht raushalten. Simon, du warst heute das allererste Mal in deinem Leben bowlen, ne? Ja, ich erlebe mal. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, ich war. Das allererste Mal bowlen war der das Simon. Das ist wirklich das erste Mal gewesen und es hat sich auch. Also, ich habe natürlich auch dann in den Punkten das Spiel gespiegelt. Ich war natürlich ganz vorne dabei. Er hat sich echt gescheit. Du hattest sogar einen Strike, Digga. Ein Strike? Ja, ja. Aber ich war ganz hinten. So, der war Dützer, mach. Ey, guck mal. Ich film mal gar nicht, aber juckt mich nicht, weil alle diese Bewegung machen. So, Freunde, ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt ein Taxi. Düsen nach Hause, ich werde dann ins Hotel fahren und würde ich sagen, sehen wir uns morgen in alter Frische, wenn Innsbruck und so am Start ist. Ich denke doch, ich werde hier ein Video draus machen, scheiß drauf, wenn es 30 Minuten geht, gönnt sich die aktive Spritze und ich würde sagen, ja, wir sehen uns morgen. So Freunde, Tag 3 ist schon angebrochen, es ist 19 Uhr und wir sind wieder in der WG. Wo sind die ganzen Lümmel? Barca ist am Start, seine dicke Butze, richtig übelst nice. Was geht, Digga? Alles Faro gut. Ist auch am Start, sag mal hallo. Hallo. Da ist hier die Pussy. Sorry. Ja. Das Opfer hier aus der chilligen Runde, den wir alle mobben, weil er einfach so ein Hämpfling ist. Was? Ich hab die meisten Abos. Oha, push da, Digga, push da. Da hinten, das ist so die Wichsecke. Die haben gerade eine Runde rumgemacht. Digga, ich hab keine Socken am Start mehr. Keine Socken? Keine Socken? Keine Socken, wo sind die Bastard-Socken? Digga, einmal war es richtig schön, da war so ein Riesenstapel hier. Bist du behindert? Schön. Das war jetzt kein Mount Everest, ne? Aber es waren locker. Jungs, lass mich mal erzählen. 10 Paar waren früher. Digga, das war genug Feld für dich. Wo ich früher gewohnt habe, da war ein riesiger. Oh, was war das denn? Bastet, Hose runter. Was habt ihr gerade gemacht? Aber no homo. Ey, was machen wir denn jetzt, Jungs? Yeah. Oh mein Gott, Anton, haut einfach raus, Digga. Also wir wollen eventuell noch später was unternehmen. Was genau wissen wir noch nicht. Vielleicht noch mit Simon und Revi. Aber Revi geht ja wie immer nicht ans Telefon. Freunde, ich habe ihn in der Zeit, wo ich in Köln bin, 15 Mal angerufen. Er ist nicht einmal rangegangen. Er ruft immer nur zurück. Abgehoben. Naja, vielleicht unternehmen wir noch was Dickes. Ich würde sagen, wir sehen uns in alter Frische. Ja, wir sind schon beim Schwarzring-Minigolfen mit den Jungs. Geile Optik auf jeden Fall. Wir haben zwei Teams gebildet, beziehungsweise letztendlich geht es aber darum, dass jeder gewinnt. Man sieht mich voll schlecht, scheiß drauf. Richtig geil, ich war schon einmal schwarzlicht Minigolf mit meiner Freundin. Schöne Grüße an dich, Süße. Und ja, aber hier ist nochmal eine andere Nummer. Sieht richtig nice aus. Mal schauen, was ich hier noch alles filme. Das wird es ein bisschen in die Länge ziehen. 1,5 Stunden geht das ungefähr. Aber ich habe schon richtig Bock, dir den anderen den Arsch aufzureißen. No homo. So, wir haben den dritten Tag. Ich bin gerade auf dem Weg, beziehungsweise im Fahrstuhl zu Marcel. Ich habe aber noch eine Pizza mitgebracht, das wissen die nicht. Und zwei Mezzo ins Go. Tim und Sascha sollten auch schon da sein. Ich habe deren Wagen vor der Tür gesehen. Mal schauen, was da geht. Ich glaube, die haben mich versucht gerade zu verarschen, die Pisser. Oh, ich höre sie schon. Oh! Was ist da denn los, Digga? Digga, ich bin gerade schlafen. Wie, gerade schlafen? Was ist das denn für ein Pisser da hinten? Boom, Alter! Was geht? Die haben voll, Digga. Warte mal, lass mich mal kurz durch. Hier, nimm mal ab. Warte mal kurz, halte ich eine nicht vegane Pizza gerade in der Hand. Ja, hältst du. Glaubst du, ich nehme mal drauf Rücksicht oder was? Was geht, Jungs? Moin. Was geht ab? Oh mein Gott, du kannst das so filmen hier. Das sind nicht meine übrigens auch. Habt ihr da so scheiße geparkt mit dem roten Wagen? Welcher Pizza dabei, Danny? Hey. Ja, läuft. Oh, jetzt wird erstmal gesnackt, Freunde. Mal schauen, was später noch geht. Gehen wir noch später shoppen? Ja. Ey, lass essen, Nico. Ich muss nur mein Video schnell schneiden, dann ist alles gut. So, Freunde, wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu Sascha, Tim und Nico. Wollen die aus dem Hotel abholen. Die waren ja vorhin bei Marcel, bei dem Spaß, die hier neben mir. Und ja, dann geht's zur Netzwerkparty von Tubon. Da werden noch ein paar No-Names erscheinen. Ich weiß gar nicht, was ich da eigentlich will. Die wollen sowieso noch Abos geiern, die spaßen. Ja, normal. Nee, Spaß beiseite. Da werden wir hingehen, mal gucken, was da geht. Morgen zwischendurch wieder nach Hause. Und ja, bis jetzt auf jeden Fall eine geile Zeit. Ich habe mich so ein bisschen ja verliebt hier in die ganze Gegend und auch in Marcells Nase. Ey, Bitch, kannst du mal die Fresse halten? Jetzt rede ich, Mann. Scheiß Navi. Und ja, mal gucken, was da noch geht. Mal gucken, was wir da filmen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns da hin, Alter. Frische. So, ihr Lümmel, wir haben die Spritzer hier abgeholt. Innsbruck, komm hier zu mir. Erstmal fangen, oder? Zahlfahrt kann ich das letzte Mal gesehen, oder? Letztes Auto da vorne geparkt, oder? Nee, ich hab hier vorne geparkt, auf dem Halteverbot. Auf dem Halteverbot, mein Freund. So, wir gehen jetzt zu der Party, mal schauen, was da geht. Ich habe auf jeden Fall Hunger, ich hoffe, die haben was zu snacken am Start. Was sind eure Erwartungen? Meine Erwartungen sind, dass das ganze Scheiße wird. Das ganze Ding wird hier richtig scheiße. Hier schön auf dem Halteverbot geparkt, läuft bei mir, scheiß drauf. Abos, ja, das ist eine gute Motivation, Marcel. Also ich will essen auf jeden Fall und dann mal schauen, was da geht. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich.
So, ihr Lümmel, ich verabschiede mich jetzt. Wir waren auf der YouTube-Party, habt da nichts gefilmt, keinen Bock drauf gehabt. Will denen nicht meine Reichweite schenken. Nee, Spaß beiseite. Gut, Monte. Katzig war Nico. Ja, Nico ist am Start. Vom Besten gegeben. Marcel, Barca und Simon. Spritzer. Die Zeit ist zu Ende. Ich fahre jetzt heute Nacht noch nach Hause. 3-4 Stunden werde ich wohl brauchen bis nach Hamburg. Da noch mal ein Video? Achso, doch nicht. Ja, war eine geile Zeit. Ich werde demnächst wieder nach Köln kommen, würde ich auf jeden Fall sagen. Ist einfach Pop geil hier. Dich. Nee, Monte, wir laden dich nicht mal ein. Gut, die hinter mir braucht selbst ihr gar nicht beachten. Selbst ich fände es nicht so cool, wenn du mir aber schlafen, Alter. Monte. Muss kein Hotel nehmen. Oh yeah, geil, Alter. Darauf freue ich mich schon. Oh, als Abschluss, wartet. Hier nochmal als Dank für euch. War eine geile Zeit. Oh. Und der ist speziell für Nico. Boah, Scheiße. Lässt das drin? Ja, natürlich lasse ich das drin. In dem Fall der aktive Pupser, du. Spontaner. Nee, ja, Freunde, ich würde in dem Sinne. Reaktion auf den Furz geben. Ja, komm. Hast du gerade einen Krampfanfall? Guck mal die Nippel, Junge, da siehst du. Ja, Freunde, ich würde einfach sagen, lasst euch gut gehen. Ich bin raus und sage in dem Sinne, wieder schauen und reingehauen. Ihr könnt auch noch was sagen. Bis auf Cam, weißt du, was gut, haben keinen Bock mehr. Hast du gehört? Was denn? Hast du Gehör raus? Was bei ihm abgeht? Was denn? Was geht bei dir ab? Nichts. Er wird heute noch kaputt gefickt. Das glaube ich aber allerdings auch. Also ich rausschneide.